Hallihallöchen, ihr freshen Spasten, und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir begeben uns jetzt voll fresh in den Unterrichtsraum zur Verteidigung gegen die dunklen Kräfte oder Künste. Es wird sowieso mal so gesagt. Ich hasse das. Guck mal, wie kacke das ist. Das habe ich selten wirklich ohne Probleme geschafft. Die Bohnen lasse ich jetzt mal mehr oder weniger links liegen. Das kann ich ja schon gar nicht mehr schaffen. Ja, ich... Die stellen sich auch immer so auf, wie man es nicht gebrauchen kann. Ich hasse die Dinger. Ich hasse sie. Kommt schon, macht hinne. Wir können ja nur mit deren Hilfe, darüber ist das Bekloppte. So, erstmal die Bohnen hier. Die eine musste natürlich runterfallen. Natürlich haben wir hier so eine richtig behinderte Kamera. Die restlichen Bohnen lasse ich jetzt mal links liegen. Weil mir sind die Hauspunkte an der Stelle doch vielleicht ein bisschen wichtiger. Wichtiger. Sammel die Bohnen ein, sammel sie. Ja. Und jetzt, liebes anderes Buch, fliegt dahin. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ich würde sagen, ein paar Bohnen sammle ich noch. Ich habe nämlich Angst, dass wir sonst nicht genug zusammenkriegen. Und ich sehe gerade, ich habe mich beim ersten Raum scheinbar so beeilt, in den ich leider auch nicht mehr zurück kann, um die Bohnen zu holen. Was ich auch nicht tun würde, weil dann würden wir es wirklich nicht mehr schaffen. Komm schon. Kommt schon, liebe Bücher. Kommt schon. Jetzt trödelt nicht so viel rum, dass ich es gerade so nicht mehr schaffe. Ich habe nämlich gerade die Befürchtung, dass das der dunkle Plan der Bücher ist. Ey, diese Uhr, die macht einen ja richtig krank. Schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Puh. Willkommen. Harry beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du bist gerade noch pünktlich. Mhm. Seht euch um, meine Schüler. Ich bin Professor Quirrell und ich unterrichte Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du hat er im Film auch so übertrieben gestottert? Harry. Heute lernen wir einen sehr mächtigen... mächtigen Zauber. Den... Verdinius. Mach dich bereit. Ich bin bereit. Das war gut. Das ist ja simpel. Einfach nur so ein Blitz. Wie auf Harrys Stirn. Das war's schon. Sag einfach nichts, ja. Was? Das... Nicht besonders gut. Das hat jetzt aber auch so ein bisschen geleckt. Gut. Der hat das noch gar nicht angezeigt. Hervorragend. Perfekt. Voll behindert. Sei bei diesem... Was, noch einer? Besonders vorsichtig. Aber jetzt hat er es immerhin auch gesagt. Das war gut. So schwierig ist er gar nicht. Der Anfang war nur ein bisschen fies, dadurch, dass er von der Quadrattaste direkt zur Quadrattaste gewechselt ist. Aber nun gut. Jeder muss nun einzeln den Raum betreten, um den Verdimilius-Zauber zu Guckt mal! Das ist sogar mal logisch!
Das macht sogar mal Sinn. Er sagt, jeder muss es einzeln machen. Wollen wir mal sehen. Und nicht nur Harry. Wie du dich gegen die dunklen Künste verteidigst. Richte zunächst den Verdimilius-Zauber gegen die Dunkelheit. Beobachte, wie der Verdimilius-Zauber aufleuchtet, die Dunkelheit verdrängt und den Weg mit Licht ausfüllt. Übertreib's mal nicht. Beeile dich, diesem Weg zu folgen, da der Zauber die Dunkelheit nur für eine kurze Zeit verdrängen kann. Viel Glück, junger Zauberer. Ja, schön für sie. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? War ja schöne Kamera übrigens. Und... okay. Das ist quasi wie Lumos, nur dass dieser Zauber... ja, das ist jetzt natürlich der einfachste aus dem ganzen Spiel, weil wir müssen irgendwie nicht wirklich was machen. Der hat ein bisschen was von Lumos. Eindrucksvoll. 5 Punkte für Gryffindor. Nur, dass es hier nicht einfach darum geht, die Dunkelheit zu bekämpfen und Licht ins Dunkel zu hüllen. Harry, ich habe schon eine Ewigkeit gewartet. Der Unterricht war doch gerade erst vorbei. Dumbledore gesagt hat, Schüler hätten im Oberschloss nichts zu suchen? Er sagte im dritten Stock. Dort muss der gestohlene Gegenstand versteckt sein. Wir teilen Captain uns auf Obvious. Und suchen nach einem Weg, der dort hinaufführt. Viel Glück, Harry. Da muss der Gegenstand versteckt sein und wir müssen ihn zwangsläufig finden und holen. Weil das gute Schüler so machen? Ich verstehe diese Logik dahinter nicht. Aber nun gut, ich habe schon wieder einen Niesreiz. Schlimm ist das heute. Echt schlimm. Die Türen für die Unterrichtsräume sind jetzt abgeschlossen. Und wir können jetzt eigentlich nur noch hier rein. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Es ist quasi so diese Plattform hier. Hier sind natürlich keine Bohnen in den Ecken. Nein, nein, nein. Wie viel brauchen wir noch? Oh, etwa die Hälfte. Ja, super. Suppe. Nein, super. Achso, nein, vielleicht sollte ich den von hier starten. Verdimilius. Verdimilius. Sondern das geht quasi nicht nur darum, die Dunkelheit zu bekämpfen, sondern auch diese Plattformen hier zu aktivieren. Verdimilius. Die sind quasi von so einem Zauber bedeckt, dass sie in Dunkelheit gehüllt sind und man sie auch nicht betreten kann. Sprich, sie sind scheinbar nicht von materieller, von physisch gesehen materieller Natur. Ist da schon wieder eine runtergefallen? Nein. Jetzt darf ich den Weg nochmal gehen. So ein Mist aber auch. Verdimilius. 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 Ja, ja, ja. Geh hier, Rübel. Lübel hier. Und die Tür öffnen. Weil da waren wir ja noch nicht. Die Kerker sind noch lange nicht vorbei, liebe Leute. Die sind anhand der Bohnen, kann man sich ja denken, gerade mal zur Hälfte fertig. Denn der Unterricht ist bei weitem nicht das Einzige, was man darin zu machen hat. Hier sind nämlich auch noch zig Geheimgänge. Und noch... ja, hier ist halt noch viel zu tun, sagen wir es so. Und dabei hatten wir... ich glaube, wir haben jetzt fast schon fast alle Zauber drauf. Versuche, die Kessel mit Hilfe des weichen Zurückflugs innerhalb des Zeitlimits auf die heißen Roste zu stellen. Ach ja. Komm her und sag mir Bescheid, wenn sie in einer Ecke hängen bleiben. Viel Glück. Ich glaube, das ist vom Schwierigkeitsgrad her, kann man das in so einer Reihenfolge unterteilen. Und das hier ist jetzt das zweitschwierigste voraussichtlich. Das ist denkbar verkehrt. Boah, die sind ja... genau, denn ich glaube, bei der ersten Aufgabe waren die ziemlich schnell, haben die sich immer ziemlich schnell bewegt. Flickendo. Wir müssen die auf diese komischen Plattformen schieben, ist ziemlich simpel.
Allerdings auch, nebenbei bemerkt, auch ziemlich langweilig. Vielleicht werde ich das mit einem Spuleffekt unterlegen, aber ich glaube nicht. Es fühlt sich ein bisschen träge, ne? Ich mag diese Nebenaufgaben von Nick nicht, aber wenn wir die ganzen Bohnen zusammen haben möchten, werden wir die wohl machen müssen. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen viel Zeit gelassen, aber das macht nichts, denn schaffen werden wir es so oder so. Und das war's. Gut gemacht, Harry. Du hast es geschafft, alle Kessel richtig zu platzieren. Für deine Bemühungen gebe ich dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Es ist übrigens egal, in welcher Reihenfolge wir die, also welcher jetzt genau wohin kommt, solange die alle auf diesen Dingern drauf sind. Cassandra Wablatzki. Mhm. Sagt mir, glaube ich, auch noch was. Gibt ja so diese Standardkarten. Oh Gott, ich muss gähnen. Diese Standardkarten, die sich durch jedes Spiel gezogen haben. Und die man sich dann einfach irgendwann gemerkt hat. Wie gesagt, wenn wir alle Bildkarten zusammen haben. Lust auf ein wenig Spaß? Das klingt ein bisschen verkehrt. Lieber fast kopflose Nick. Ja, ihr seht, das ist natürlich relativ einfach im Vergleich. Die Kessel bewegen sich um ein Vielfaches schneller. Wir können sie sogar, ich merke gerade, wir können sie sogar auch ohne aufgeladenen Zauber bewegen. Die Kessel bewegen sich schneller. Es sind auch nur drei Kessel und die Hindernisse sind natürlich weniger störend positioniert. Das ist so die einfachste Variante gewesen. Hätte man vielleicht als erstes machen sollen. Der passt da noch nicht. Gut gemacht, Herr. Ja, halten Sie die Phrasen. Ich weiß das schon. Jetzt geht's. Die Karte handelt von irgendeiner Sucherin oder so? Oder einem Sucher? Bowman Wright. Ja, um einen Sucher. Ich denke mal, dass das ein Typ ist bei dem Namen. Und das Ganze müssen wir, glaube ich, noch ein einziges Mal machen. Bin ich froh, dass es das dann auch gewesen ist. Das Spiel ruckelt. Aber derbst. Ich pausiere kurz Fraps. Ich glaube, dass es hängt damit zusammen. So, Leute, da bin ich wieder. Eben hatte ich schon befürchtet, den Part hier jetzt einfach beenden zu müssen. Weil Fraps irgendwie komplett das ganze Spiel zum Hängen gebracht hat und den ganzen PC irgendwie immer mehr verlangsamt hat. Also, es hat nicht mal gereicht, die Aufnahme zu pausieren. Ich musste tatsächlich komplett Fraps schließen. Das hat, glaube ich, auch, ich habe dann, wo ich nochmal die Aufnahme neu probiert habe, ist die Aufnahme gar nicht mehr, die hat gar nicht mehr aufgehört, obwohl ich die Taste gedrückt habe. Hast du Lust? Och nee. Komm her. Nochmal. Ist nicht dein Ernst. So, die Uhr vergeht auch. Man hört es, es vergeht relativ langsam. Am besten wäre es wirklich immer mehrere Kessel auf einmal zu beschießen, um möglichst erfolgreich zu sein. Ich hoffe, das hängt sich nicht gleich wieder auf. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit speichern und dann den Part und damit auch die Session beenden. Früher, als ich eigentlich geplant hatte. Aber was will man machen? Das Spiel macht es einem ja schon relativ einfach mit den vergesetzten Speicherpunkten, aber Fraps meint ja immer mal wieder bockig sein zu müssen. Das muss man Fraps auch mal gönnen. Diese Bockigkeit.
Weil sonst könnte man ja auch einfach ein anderes Schnittprogramm benutzen. Es ruckelt. Gut gemacht, Harry. Du hast es geschafft, alle Kessel richtig. Erneut. What the fuck? Das ist ja wieder richtig heftig. Godrich Gryffindor. Den bekommen wir so mal eben. Alter, was ist das denn? Ja, ich muss an der Stelle die Aufnahme beenden. Wir sehen uns beim letzten Speicherpunkt, an dem ich voraussichtlich vorbeigekommen bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.